Das ist die perfekte Welle. Das ist definitiv nicht euer perfekter Tag, weil ganz ehrlich, kein Tag, wo Zocki singt, kann auch nur ansatzweise perfekt sein. Nicht einmal für mich. Vor allem, weil ich dieses Lied nicht einmal leiden kann. Für mich ist das Singen von diesem Lied ähnlich perfekt, wie wahrscheinlich der Tag für Justin Long gewesen sein musste, als er herausgefunden hat, dass The Creeper tatsächlich nicht das wirkliche Widerwärtige Monster ist, mit dem er in dem Film Jeepers Creepers zusammenarbeiten musste. Aber Justin Longs Filmografie hat ja neben Jeepers Creepers 1 und 2 auch einige andere wirklich interessante Titel zu bieten. So feierte er sein Leinwanddebüt bereits mit dem Film Galaxy Quest, war dann außerdem in dem Film Shit, die High School GmbH zu sehen und direkt danach als Sidekick von Bruce Willis in Stirb langsam 4, der finde ich den Alternativtitel Shit auch ganz gut vertragen könnte. Außerdem war er dann noch die Stimme in Alvin von Alvin und die Chipmunks, war zu sehen in einigen Kevin Smith Filmen, so wie Zack and Miri Make a Porno, wie der Film dann in Amerika hieß Zack and Miri. Dürfte ein kurzer Film sein, wenn die in dem Film nichts mehr machen dürfen. Oder aber auch Jay and Silent Bob Reboot. Aber er war vor allem auch der in ein Walross verwandelte Typ in Tusk, holy freaking hell. Beziehungsweise spielte in der Comedy-Biopic-Version I, Steve, keinen geringeren als Apfelbeißer und Gründer Steve Jobs. Das ist eine interessante Filmografie, aber jetzt gerade erst im Jahr 2019 kam er dann zusammen mit den beiden Serienstars Tommy Flanagan aus Sons of Anarchy, beziehungsweise Donald Faison aus Scrubs, für den Film The Wave, einer der definitiv beeindruckendsten Debütfilme neben Neil Blomkamps District 9, meiner Meinung nach ein visuell atemberaubender Trip zwischen Wahrheit und Wahnsinn und für mich ohne Frage einer der größten Geheimtipps des heurigen Filmjahres. Übrigens, auch die deutsche Synchro von dem Film The Wave ist hervorragend gelungen. So hat unter anderem eben auch Donald Faison und seinen Scrubs-Stammsprecher Andreas Hommels heimbekommen. Und wir bekommen mit The Wave einen wirklich unglaublichen Film, der von Gilles Klabin, den vielleicht der ein oder andere kennt als jemand, der für Steve Aoki das ein oder andere Musikvideo gedreht hat und geschrieben von Carl W. Lucas, der 2010 zwar bereits das Drehbuch von dem Film Illegal geschrieben hat, aber dann erst 9 Jahre später wieder ein Skript für The Wave. Und The Wave ist ein absolut spannender Science-Fiction-Fantasy-Thriller, der sich mehr oder weniger zur Hälfte in der Realität, zur Hälfte in irgendeiner Traum-Albtraum-Welt abspielt, wobei die Grenzen zwischen diesen beiden Welten immer wieder schön verschwimmen und mir persönlich unglaublich viel Spaß gemacht haben beim Anschauen, weil nicht nur die schauspielerischen Leistungen sämtlicher Hauptdarsteller absolut großartig sind, sondern eben auch der Film seine Geschichte wahnsinnig interessant erzählt, dabei einige spannende Plot-Twists zu bieten hat, wenngleich auch vereinzelte ein bisschen vorhersehbar sind, aber ich finde den Film definitiv überraschend, so kann man ja eigentlich fast sagen, das Jahr 2020 bringt doch auch noch eine positive Überraschung mit sich. Ein Film, wo quasi die großartige Technik eine durchaus spannend erzählte Geschichte veredelt. Aber der Film kann jetzt erst im deutschsprachigen Raum gesehen werden. Am 27. August 2020 wurde der Film von OFDB Filmworks hierzulande als Standard-Edition auf DVD und Blu-ray im Keepcase veröffentlicht, aber Filmsammler sollten noch ein bisschen mehr Geduld zeigen, denn am 24. September 2020 veröffentlicht OFDB noch ein limitiertes Mediabook mit beiden Medien zu dem Film. Ich weiß nicht, ob ich euch das dann zeitnah auch noch vorstellen kann, aber vorerst hat mich OFDB Filmworks dankenswerterweise mit einem Rezensionsmuster des Standard Blu-ray Keepcases versorgt und deswegen freue ich mich darauf, euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check die deutsche Standard Blu-ray von The Wave näher vorzustellen. Und während der Film The Wave für mich eine absolute Überraschung war, das Cover-Artwork der Blu-ray ist es nicht. Immerhin handelt es sich dabei um das klassische Original-Poster-Motiv, mit dem der Film beispielsweise auch in Amerika beworben wurde. Und es ist dasselbe Motiv, das dann eben auch für das Mediabook verwendet wird. Meiner Meinung nach ist das ein absolut großartiges Cover-Artwork, wo vor allem eben Justin Long, Front and Center als Hauptfigur auf dem Cover, eigentlich eine relativ gute Figur macht. Man merkt ihm
eben auch so dieses Verwirrte an. Dieses Gesicht setzt er in dem Film tatsächlich an zahlreichen Stellen auf, aber ganz ehrlich, bei dem, was ihm da widerfährt, wundert mich das auch nicht. Außerdem sind natürlich noch Donald Faison und einige der Nebendarsteller in dem Film zu sehen, die, wie bereits erwähnt, allesamt eine wirklich gute Figur machen. Und was mir persönlich ebenfalls sehr gut gefällt, ist dieser visuelle Stil des Mediabook-Frontcovers, nämlich alleine mit diesen Farben, vor allem diesen überwiegenden Grün-Blau-Rot-Anteil, stellt das Ganze eigentlich auch den Stil dieser Traumsequenzen im Film sehr gut nach. Ebenso auch diese verzogenen Elemente teilweise sehr schön, wie hier einige Elemente, die eben direkt so im Film vorkommen, auch für das Cover-Artwork zusammengefügt wurden und meiner Meinung nach hier der Platz auf dem Front-Cover-Artwork wirklich sehr, sehr schön genützt wird. Natürlich, nachdem das Blu-ray-Case ein bisschen ein anderes Format hat als ein Mediabook bzw. ein Filmposter, ist das Bild unten etwas abgeschnitten, sodass beispielsweise ein Teil von Justin Longs Händen fehlt, was aber meiner Meinung nach absolut zu verschmerzen ist, weil das Bild halt nur so aufs Frontcover gepasst hat. Aber auf dem Mediabook sieht das Ganze dann eben anders aus, aber das verwendet ja, wie bereits erwähnt, dasselbe Design, dass eben hier diese Mischung aus realer Fotografie bzw. eben auch gezeichneten, veränderten Design sehr, sehr schön verbindet und mir persönlich wirklich gut gefällt. Wechseln wir jetzt eben einmal über den Spine, der auch einige von diesen farblichen Elementen vom Frontcover übernimmt und da sehr, sehr gut dazu passt, einen schönen Übergang bietet, obwohl es kein direkt fortgesetzter Spine ist. Und dann auf dem Backcover hat man ebenfalls wieder einige interessant verknüpfte Elemente, so beispielsweise die Inhaltsangabe in einer Art Pokéball. Aber wir bekommen eben neben der Inhaltsangabe einige Informationen rund um diesen Release, so eben natürlich die Cast and Crew Informationen, technische Details beziehungsweise die Infos rund ums Bonusmaterial, und das ist bei diesem Release leider etwas mager ausgefallen, mit Ausnahme von dem absolut großartigen Audiokommentar des Regisseurs, der mir persönlich einige wirklich interessante und wissenswerte Informationen über die gesamte Länge des Films verteilt geliefert hat. Der ist definitiv höher und empfehlenswert, aber ansonsten gibt es nur wirklich ganz kurze Featurettes auf der Disc, so unter anderem ein 4 Minuten langes Gagreel bzw. der Storyboard-Vergleich mit einer Minute und der VFX-Breakdown mit satten 30 Sekunden Laufzeit bieten wirklich nur einen ganz, ganz kurzen Blick hinter die Kulissen und vor allem eben auf die Special-Effekte des Films, aber da ist definitiv der Audiokommentar des Regisseurs vorzuziehen, sodass man insgesamt meiner Meinung nach mit der Qualität und der Informationslast durch dieses Bonusmaterial sehr zufrieden sein kann. Schauen wir jetzt noch einmal in das Blu-ray-Case hinein. Da hat man sich quasi ein Element vom Frontcover genommen, das von sämtlichen anderen Elementen befreit und als Motiv für die Disc genommen, und so quasi dieses Stargate in die Traumwelt ist, finde ich, ein absolut perfektes Motiv für den runden Silberling. Natürlich noch mit dem Filmtitel aufgedruckt, und darunter können wir quasi durch das blaue Blu-ray-Case durchschimmern sehen, dass alternative Wendecover, auf dem eben noch das große FSK-Logo zu sehen ist, weil OFDB Filmworks natürlich wie von Ihnen nicht anders gewohnt auch für diesen Release ein Wendecover ohne das große FSK-Logo angeboten hat. Und damit ist der Film The Wave zwar vorerst nur in einem handelsüblichen Keepcase erschienen, aber das macht meiner Meinung nach optisch sehr wohl was her. Aber wie immer möchte ich im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray-Check mit euch klären, ob dieses Package das einzige ist, das bei dieser Veröffentlichung optisch was hermacht, oder ob auch die Bildqualität von dem hier vorliegenden High-Definition-Transfer überzeugen kann. Deswegen möchte ich euch im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray-Check wie gewohnt einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer direkt zeigen, weise allerdings wie ebenfalls gewohnt darauf hin, dass ich diese Bilder zwar alles selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich sie aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen muss, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Aber mir war bei der Erstellung der Screenshots in diesem Fall auch ganz besonders wichtig, eben den abwechslungsreichen, innovativen und absolut großartigen visuellen Stil des Films einzufangen. Ein großer Teil des Films ist natürlich in der
normalen Vision zu sehen, wo man aber deutlich erkennt, dass es sich bei dem Film um einen digital gedrehten Film mit einem wirklich hervorragenden Equipment handelt, sodass der Film eine schlicht und ergreifend großartige Blu-ray-Präsentation bekommen kann. Die Schärfe ist absolut phänomenal, das Bild bietet etliche Details, Farben und Kontraste wirken dynamisch, natürlich und nur selten geringfügig überzeichnet, aber dann kommen ab und zu einmal die Albtraum- und Traumsequenzen dazu und dann wird das Ganze Org. Da ist das Bild nämlich mehr oder weniger kaum mehr wiederzuerkennen. Man sieht starke, kräftige, überzeichnete, fast neonhafte Farben. Man sieht alles mehr oder weniger verschwommen und verschwimmen, was aber eben genau die visuelle Intention des Regisseurs ist und wo man eben sagen muss, dass das High-Definition-Medium trotz nicht 4K-Auflösung, nicht HDR und erweiterten Farbraum hier eine wunderschön dynamische Farbbalance liefert und eben auch einen schönen Kontrast, dass auch diese Szenen satt, dynamisch und kräftig erscheinen. Außerdem hat OFDB Filmworks den insgesamt 88 Minuten langen Film mit 18,3 GB auf der Blu-ray encodiert, sodass eben auch die Kompression hier einen sehr sauberen und unauffälligen Job macht und ich insgesamt mit der Bildqualität des hier vorliegenden Transfers mehr als nur zufrieden sein kann. Bei der deutschen Veröffentlichung des Films The Wave macht OFDB Filmworks eigentlich alles richtig. Viele Leute schätzen Mediabooks und können sich eben darauf freuen, dass der Film Ende September auch in einer limitierten Mediabook-Auflage mit DVD und Blu-ray erscheint. Aber diejenigen, die bei dem Film einfach nur ein standard handelsübliches Keepcase zu natürlich einem deutlich günstigeren Preis vorziehen würden, die werden bereits Ende August bedient. Und deswegen habe ich für das heutige Video, die heutige Ausgabe des Blu-ray-Checks einmal nur die Keepcase-Version vorliegen und hoffe, dass ich euch dann in einigen Wochen auch noch einmal das Mediabook zeigen kann, denn meiner Meinung nach ist The Wave definitiv einer der größten Geheimtipps und eine der größten Überraschungen des deutschen Filmjahres 2020. Großartig gespielt, hervorragend inszeniert, eine wendungsreiche, brillant dargestellte, Utopie und Vision, eigentlich ein spannender, abwechslungsreicher, definitiv sehenswerter Film, der hier von OFDB Filmworks eben in hervorragender Bild- und Tonqualität auf dem High-Definition-Medium vorliegt. Mit dem Audiokommentar des Regisseurs gibt's auch noch ein wirklich hörens- und empfehlenswertes Special im Bonusmaterial, aber für diejenigen, die sich mit einem Standard-Plastik-Release des Films zufrieden geben, die können bereits jetzt bedenkenlos bei dieser Veröffentlichung zuschlagen. Allen anderen würde ich definitiv empfehlen, noch einen Monat zu warten, bis der Film dann auch wirklich in seiner vollen Pracht in einem coolen Mediabook erhältlich ist.